Die Broken Apehead Podcast Speedround. News und Gerüchte aus der lustigen Welt der Videospiele und unser Senf noch mit dazu. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andy. Mein Name ist Stefan. Mein Name ist Michael. Und ja, wir befinden uns in der Mitte vom Dezember 2014. Ein spielereiches bzw. spielarmes Jahr für manche Leute und ja, das ist unsere erste Speedround. Wir werden hier News diskutieren und Gerüchte und das regelmäßig, also in regelmäßigen Abständen. Nicht so wie unsere großen Podcasts. Und das soll dann auch mal die Chance geben, dass neue Zuhörer sich nicht direkt Mammutprojekten von uns widmen müssen. Und ja, so viel also zu diesem Projekt. Ja, zu den News. Zuletzt gab es in den USA eine Pressekonferenz, und zwar die sogenannte Sony Experience. Und Sony hat da einfach mal entschieden, ein paar neue Sachen vorzustellen, also aus dem News-Bereich und so weiter. Und zwar? Ja, genau. Und zwar fingen sie direkt an mit Ultra Street Fighter 4, dass das von einem Port kommt auf die PS4 und dass Street Fighter 5 exklusiv, und zwar nicht zeitexklusiv, sondern exklusiv auf PS4 und PC inklusive Crossplay-Feature ankommt. Ja, das ist natürlich eine große Bombe, die sie haben platzen lassen. Ne? Also Street Fighter ist ja schon ein Name, den kennt man natürlich. Und also das war schon ein richtig großes Ding, was sie da gesagt haben. Also dass es nicht auf Xbox One kommt, okay, auf Wii U natürlich sowieso nicht. Das wissen wir mittlerweile, dass da gar nichts drauf kommt, außer Nintendo First-Party-Titel. Aber ja, also keine Xbox-Version. Unglaublich. Nein, und das bleibt dabei, so wie es aussieht. Ja, und man hat natürlich noch direkt auf dem Wege Street Fighter 5 angekündigt, so ganz nebenbei, mit so einem Augenzwinkern noch und man hatte auch ein bisschen Gameplay schon gesehen und das sah also eigentlich schon ganz nett aus. Also die Musik natürlich wieder über allem überhaben und ja, grafisch jetzt nicht unbedingt sehr viel besser, ein bisschen detailreicher als Street Fighter 4 und die ganze Version davor, aber also der Grafikstil ist ja sowieso ziemlich gut gewesen und also man kann sich auf jeden Fall drauf freuen, solange man PlayStation oder PC hat. Ja, genau. Außer der Kleinigkeit, dass man vielleicht noch gesehen hat, dass man jetzt auf verschiedenen Ebenen noch ankämpft und die Arena dadurch ein bisschen größer wirkt, auch mehr. Habe ich noch nicht gesehen, aber zumindest freuen sich dann alle Sonitologen darauf. Ja, so schaut's aus. Ja, jetzt dann noch Yakuza 5. Es kommt endlich jetzt für Europa und Amerika, also für den ganzen Westen. Ja, es wurde endlich angekündigt. Also man hätte schon fast die Hoffnung aufgegeben. Und nachdem uns Sega mehrere Male unglaublich enttäuscht hat, also wer die alten Podcasts tatsächlich gehört hat, der wird sich daran erinnern können, wie wir geflucht haben. Weil wir einfach, wir haben alle Yakuza-Teile gespielt und wir wollen Yakuza 5 endlich haben. Und jetzt hat sich Sony dann mit Sega zusammengetan und hat die ganze Sache dann mal ins Rollen gebracht, dass wir das dann wirklich endlich mal bekommen. Ja, Gerüchte besagten ja am Anfang, dass dass Yakuza 5 erstmal nur für den Westen, also sprich für die USA rauskommen. Jetzt heißt es natürlich USA und Europa, also wir kommen natürlich auch in den Genuss dazu, ohne dass wir uns das extra importieren zu müssen. Wobei das auch kein Problem wäre mittlerweile. Ja, obwohl kein Problem natürlich wäre, ja, natürlich. Aber 2,5 Jahre hat es jetzt gedauert. Ist nicht die längste Zeit, die wir auf einen Yakuza-Titel gewartet haben. Sprich, Yakuza 2 hatten wir 3 Jahre drauf gewartet, damals zu PS2-Zeiten. Und jetzt Yakuza 5 kommt jetzt endlich. Es wird gemunkelt ungefähr Mitte 2015, in etwa so zur Sommerzeit, möglicherweise. Aber freuen uns riesig drauf. Und es ist nur für PS3. Es ist nicht für PS4, es ist für PS3. Richtig, weil die japanische Version war auch damals schon nur für PS3 verfügbar. Ja, genau. Was einige Leute wissen, die sich mit der Serie ein bisschen auskennen. Ob wir dann im Endeffekt die neuen Teile wie Yakuza Ishin oder Yakuza Zero dann bekommen, steht in den Sternen. Ich denke mal, das wird sich dann nach den Verkaufszahlen richten, weil also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass diese Lokalisation jetzt endlich in die Gänge gekommen ist, weil sich Valkyria Chronicles, was ja auf Steam rausgekommen ist endlich, sehr, sehr gut verkauft hat von Sega. Ja, ich hoffe, dass sich Yakuza 5 natürlich gut verkauft. Es ist natürlich einer von den Main-Story-Titeln, also nicht so ein Spin-Off wie, Dead Souls? Ja. Und hoffentlich dadurch dann wieder der nächste Teil wieder gepusht wird, dass wir den dann kriegen. Hoffentlich ist es dann lieber Zero, also das neue Prequel, was noch auch später angekündigt wurde, anstatt Ishin, obwohl ich Ishin auch gerne zocken würde. Richtig. Aber Ishin würde dann, glaube ich, wieder weniger Anklang hier finden, was dann wiederum dann problematisch wäre für Zero. Aber das sind dann wieder Fragen, die wir uns stellen. Das kann man sich in der Zukunft nochmal stellen. Leider ja, vor allem da wir damals auch den alten Samurai-Teil der Yakuza-Reihe nicht bekommen haben. Ja, unwahrscheinlich, also aber ich hoffe, 5 wird erfolgreich genug, so dass wir uns dann dem Prequel-Teil dann widmen dürfen und dann und so weiter und so weiter. Je mehr, desto besser. Richtig. Auf jeden Fall, Sega, ich hasse euch nicht mehr so sehr. Ja, sie kommen langsam in die Gänge. Das ist doch schon mal eine schöne Sache.
Okay, ja, Persona 5 wurde endlich offiziell in Anführungszeichen angekündigt. Man hat auf der Sony-Leinwand ein riesiges Persona 5-Logo gezeigt und mit der Ankündigung, ja, ihr liebt doch JRPGs, eins unserer Lieblings-JRPG-Reihen ist die Persona-Reihe und alles natürlich dann in Raunen aufgebrochen und alles, oh, kommt jetzt endlich ein neuer Trailer und so weiter. Und dann haben sie gesagt, ja, Persona 5 kommt. Offiziell in Nordamerika haben sie gesagt, noch nicht mal in Europa, kommt für die PlayStation 3 und für die PlayStation 4. Ja, und das war's schon gewesen, ja. Richtig. Genau, da habe ich mich auch ein bisschen geärgert und vor allen Dingen wusste man ja schon Monate vorher, dass es schon in den USA rauskommt. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat vom Internet sein und vom Internet surfen. Deswegen haben sie es jetzt einfach nochmal persönlich offiziell mitgeteilt. Also gesehen hat man nichts mehr. Das Einzige, was man bis jetzt gesehen hat, war der ganz am Anfang dieser komische rote Teaser mit den Stühlen. Mhm. Und das nächste war diese Anime-Sequenz, die man am Anfang gesehen hat, so eine Art Intro-Sequenz. Gameplay-mäßig kennt man noch gar nichts. Da hätte man jetzt sich gewünscht, einen neuen Gameplay-Trailer gesehen zu haben. Aber naja, Hauptsache, sie haben es so nochmal offiziell angekündigt. Richtig. Also ist immer besser, wenn alles nochmal offizieller gemacht wurde, anstatt dass alles auf Gerüchten basiert. Aber ja. Ja, also solange Atlas in Japan da keinen Trailer vorschiebt, hätte eigentlich jedem klar sein müssen, dass da kein Trailer von den Amerikanern kommt. Aber gut, man gibt die Hoffnung ja nicht auf, vor allem wenn da ein großes Persona 5 Logo plötzlich auf der Leinwand ist. Aber naja, man hat sich geärgert, aber man freut sich ja doch drauf und es ist ein Spiel, was wir heiß erwarten. Wir sind ja große Persona-Fans und ja, nächstes Jahr dann hoffentlich. Und natürlich leider kein Release-Date für den Westen. Also bisher haben wir absolut gar keine Ahnung, wann es vielleicht irgendwann übersetzt wird. Richtig, wobei man aber sagen muss, dass man mittlerweile bei Atlas-Titeln sogar in Europa relativ zeitnah mit der Release jetzt nachgekommen ist. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass man wirklich 2 Jahre auf ein Atlas-Spiel warten muss. Also die sind jetzt mittlerweile Gott sei Dank aus dem Kram gekommen und dass man nur wenige Monate warten muss. Also die US-Releases sind ja meistens relativ kurz nach der Japan-Release, meistens 1 oder 2 oder maximal 3 Monate. Und dann nochmal 1, 2 Monate später kann man die Spiele dann schon in Europa sehen. Also das ist kein Problem. Und selbst wenn, es kommt ja für eine PlayStation-Konsole raus, das heißt also, man kann es immer noch importieren. Ja, wie gesagt, PS3 und PS4. Richtig. So, Shovel Knight kommt 2015 auf PS4, PS3 und PS Vita. Obwohl es das schon längst auf 3DS und Steam gibt und wo noch? Soweit ich weiß, war es das, glaube ich. Also ja, ich bin also mal mit PC und 3DS. Ja. Komisch, ne? Komisch, ja, die DLCs, die kostenlos angekündigt worden sind für Steam, lassen leider immer noch auf sich warten und irgendwie gibt's dazu leider keine Neuigkeiten. Und ja, das ist irgendwie schon schade. Ja, auf jeden Fall, aber ein interessanter Indie-Titel, soweit ich weiß, ne? Der in der Vergangenheit ja schon für Schlagzeilen gesorgt hat und sieht auch sehr spaßig aus, vor allem für Fans von ja Mega Man, Metroid und so weiter und so fort. Ja, für die ganz alten Retro-Fans. Mhm. Also auch wer den Soundtrack ein bisschen kennt und so, das ist natürlich ganz im klassischen Stil gehalten. Und ja, eigentlich ist es wirklich genauso wie Original Mega Man. Ja. Grafik, Art und Weise des Spiels und so weiter und so fort. Und blöder Humor. Ja, und Endgegner und so weiter und so fort. Alles ist genau dasselbe. Wobei Mega Man jetzt nicht für blöden Humor steht, aber das nehmen wir jetzt einfach... Unfreiwilliger Humor. Siehe, Sheepman. Das sehen wir jetzt einfach mal so als Sahnehäubchen. Ja, Philip Seymour Hoffman. Crippled Black Man. Großartig. Ja, dann natürlich noch die tolle, große Ankündigung von Square Enix von Final Fantasy VII auf PS4, was aber nur ein Port ist der uralten Version, die wir eh schon kennen. Ja, genau, wir haben das Final Fantasy VII Logo gesehen und dann Final Fantasy VII is coming back on PlayStation 4. Und wir alle dachten, es kommt. Gott. Alle wurden still und dann das gesehen und dann, ja, es kommt Final Fantasy VII. Ja, und alle waren schon am Jubeln und am Schreien und diejenigen, die sich das über Livestream, über PC angeguckt haben, haben die meisten Chatlog-Fenster rechts neben sich. Und dann so, ja, yeah, 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 kommt, ja. Und dann, ja, scheiße. Und als man gesehen hat, was es war, war die Reaktion nur ein ganz enthaltenes, kleines Opernklatschen. Ja, und ich habe sogar ein paar Buhrufe vernommen, die absolut gerechtfertigt sind. Das Internet ist danach in purem Hass explodiert. Aber auch gerechtfertigt, der Hass. Absolut, also wirklich, wer das da so antießt und schon, man entschuldige jetzt den auch so cockteast, das ist also schon... Ja, also, vor allen Dingen... Das kriegt echt nur Square Enix. Das ist ja auch die allererste Sony Experience Show ihrer Art gewesen. Nochmal, um Sony nochmal ein bisschen umzupuschen, weil die in der Vergangenheit ein bisschen Probleme hatten mit dem ganzen Internetzeug. Und damit hätten sie es wieder geschafft, ein bisschen das hochzupushen. Jeder wollte und jeder weiß das, und vor allen Dingen Square Enix weiß, dass wir Final Fantasy VII schön in neuen HD haben möchten, wollen, kriegen, süchtigen, keine Ahnung was. Mhm. Und jetzt kriegen wir dasselbe nochmal für PS4 und dafür dürfen wir nochmal richtig schön zur Kasse gebeten werden.
Und das nur für den lächerlichen kleinen PC-Port. Ja, vor allem mit einem schlechteren Soundtrack, wie schon viele Leute gesagt haben, die diese neue Steam-Version getestet haben. Und der ist ja neu arranged. Ne? Ja, richtig. Ja, ja. Ja, und wenn man sich jetzt mal überlegt, also man hat auch seitens Square Enix den Preis jetzt bekannt gegeben mit $15. Und man bekommt jetzt fernab von Sales, bekommt man das originale Final Fantasy 7 mit der guten Musik noch, was nicht unbedingt grafisch schlechter aussieht, ja. Bekommt man für ungefähr $10 beziehungsweise 10 Euro als PS1 Classic. Also da frage ich mich wirklich, seitens Square Enix, was zur Hölle haben die sich dabei gedacht? Ja, wie gesagt, aber da kommt er im Doppelpack, weil die ja Final Fantasy 10 nochmal angekündigt haben, was dieses Jahr im April oder im März ungefähr ja schon für die PS3 als Neuauflage gekommen ist, was sich damals ja noch gerechtfertigt hat. Aber heute, ja. jetzt kriegen wir dasselbe nochmal, für die PS4 und das dann nochmal für $50 oder $50. Mhm. Das ist ja Frechheit. Das sind aber wenigstens beide Spiele, oder? Also beide FFX-Teile. Ja, das sind beide FFX-Teile, aber trotzdem. Ja, also klar, es ist eigentlich genau dasselbe jetzt nochmal für die PS4 jünger, weil die dann nochmal zur Kasse gebeten werden, weil doppelt sich bezahlen lassen ist halt schöner. Ne? Ja, was leider aber auch also stellvertretend für das gesamte Jahr 2014 ist, also das Jahr der Ports, jetzt ist die Next Gen endlich da, das heißt also die neuen Spiele sind alle noch in der Entwicklung, die rauskommen, die neuen IPs und die ganzen Nachfolger und so weiter. Also was muss gemacht werden? Es kommen Ports von allen möglichen Spielen auf die Next Gen Konsolen. Du musst ja auch die Produktionskosten von FF15 irgendwie bezahlen. Recycling, ja. Ja gut, wobei man sagen muss, dass Final Fantasy Type-Zero ja auch endlich in der HD-Fassung auf PlayStation 4... Was ja auch ein Port ist. Ja, ja, und sogar Xbox One, wenn ich mich jetzt recht entsinne, kommt ja endlich bei uns raus. Also Type-Zero kam bisher nicht bei uns raus. Und es gab ja nur eine Fan-Übersetzung also von der japanischen Version, welche Square Enix dann ein paar Tage später, nachdem die raus war, unterbunden hat, obwohl sie es vorher genehmigt hatten. Ich glaube, wegen dem neuen Port, der dann in Zukunft schon geplant ist. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat man heute eine Collector's Edition von Type-Zero bekannt gegeben und da wird dann auch eine Demo von Final Fantasy 15 vorzufinden sein. Was wohl der Hauptkaufgrund für die vielen Fans sein wird. Ja, also man sagt ja schon von Final Fantasy Type-Zero, die Leute, die es gespielt haben, dass das beste Final Fantasy seit langer Zeit sein soll. Und Final Fantasy 15 sieht halt sehr verlockend aus. Was es dann im Endeffekt wird, wir werden sehen. Genau. Ja, auf jeden Fall hat man auch noch neues Gameplay von No Man's Sky gezeigt auf dieser PlayStation bzw. Sony Experience. Und also ich frage mich wirklich, das sieht alles sehr, sehr gut aus, aber die Frage, die ich mir immer noch stelle, und das ist stellvertretend für uns alle wahrscheinlich, was wird das Spiel am Ende halten, was es verspricht? Also ich hatte mir, als ich den Trailer gesehen habe, dieses Gameplay-Ding gesehen habe, dachte ich nur so, wow, das ist jetzt wirklich live mit der Konsole gespielt, das ist jetzt nicht von irgendeinem PC gespielt worden oder von irgendeinem Dev-Ding, sondern das ist wirklich von der Konsole abgespielt worden, weil das konnte man auch an Kleinigkeiten sehen, dass manche Dinger da noch gepoppt haben, weil du halt diese mega Reichweite hast, diese ferne Sichtweise, und du konntest sehen, wie sich manche Sachen da noch aufgepoppt haben. Natürlich, ja. Aber du konntest das nahtlose Gameplay betrachten und genießen. Was natürlich der Andi ja schon gesagt hat, man weiß nicht so ganz genau, was denn eigentlich noch das Ziel des Spiels ist, außer erkunden und rumfliegen. Zumindest hat man jetzt auch endlich mal eine Schiffsflotte gesehen, also eine ganze Raumschiffflotte. Soll wohl auch, soweit ich mich jetzt nicht irre, ja auch 2015 erkommen. Ist das zeitexklusiv, PS4? Also PlayStation? Das kann gut sein, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das kann gut sein, ja. Also man weiß halt wirklich noch zu wenig darüber. Man hat halt dieses Gameplay gezeigt, jetzt auch schon damals, als es angekündigt wurde. Und jetzt mal wieder auf das originale Thema zurückzukommen, was ich angesprochen habe. Also bei einem Entwicklerstudio von 4 Leuten oder wie viele das sind, frage ich mich natürlich dann, Präsentation alles groß und so weiter, aber... Wie variiert das, ne? Genau, wie kann man das umsetzen? Wahrscheinlich muss es halt auf irgendeiner Zufallsgenerierungstechnik basieren. Davon hatten die mal eine Antwort, dazu gegeben. Mhm. Aber dass es irgendwie nach irgendeiner mathematischen Formel da berechnet wird, also dass du aber wirklich genug Welten dazu erkunden hast, aber dass die Welt wirklich so groß ist, dass du da wirklich Millionen Planeten hast. Mhm. Und die sollen sich alle schon ein bisschen mehr unterscheiden, anstatt nur nach dem Zufallsgenerator-Prinzip zu funktionieren. Also man darf gespannt sein, auf jeden Fall. Das große Problem ist ja, wie Stefan schon vorhin meinte, was macht man dann halt dort großartig? Weil wenn man halt so viele Planeten hat, die sich jetzt auch mehr oder weniger großartig unterscheiden, wird es dann überall die gleichen Quests geben, jetzt als extrem grauenhaftes Beispiel wie bringe mir 10 Bärenfälle und... Ja, dafür brauchst du erstmal einen Questgeber. Muss ich erstmal rausstellen, was das Spielprinzip ist. Ja, natürlich. Ja. Wir werden sehen.
So, Day of the Tentacle Remastered. Ja, also wir haben ja letztens schon in dem Adventure-Podcast haben wir von diesem Spiel geschwärmt und da habe ich wirklich aufgeschrien, als ich das gesehen habe. Man hat ja in der jüngsten Vergangenheit schon Grim Fandango als Remake bzw. Remastered Edition angekündigt und jetzt kam man dann natürlich mit dem großen Hammer, ne? Also hier Telltale hat ja Sam Max und so weiter weitergeführt mit Season 1 bis 3 oder 4 gibt es glaube ich sogar, ich weiß jetzt gerade nicht. Ich glaube, es gibt drei. Wie auch immer. Und ja, von Devil Tentacle bzw. Maniac Mansion hat man ja nicht mehr viel gehört. Und jetzt auf einmal kam dann der Hammer, ja, es kommt eine Remastered Edition. Ob das jetzt dann im Endeffekt so ist wie die Monkey Island Special Edition, das werden wir dann sehen. Nein, ich glaube, das wird dann eher so sein wie das Grim Fandango-Ding. Weil die haben ja jetzt Grim Fandango ja auch remastered und das kommt ja jetzt auch. Und das ist ja nicht eine Besonderheit, das ist ja einfach eine neue Neugestaltung von dem gesamten Spiel. Und dann wird Day of the Tentacle auch komplett neu für uns erscheinen. Inwiefern wie sich das optisch komplett unterscheidet oder so, oder ob man das auch hin und her switchen kann, wie diese Monkey Island Teile von alt auf neu. Darauf bezog ich mich jetzt, dann, also nicht als Episodenkonsole. Ja, wie gesagt, dann hat man zumindest, wenn man das noch nicht mal kennt, aber liebäugelt mit dem Adventure-Genre, was ja ein bisschen zurückgetreten ist, weil das Einzige, was es nur noch gibt, sind so diese äquivalenten, schwächeren Teile, sage ich mal, von Telltale, dann kann man sich auf ein gutes, gehöriges Stück Adventure-Geschichte vorbereiten und freuen. Weil dieses Spiel ist einfach nur genial. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall holen, ihr auch? Ja, natürlich. Also die Frage war eigentlich blödsinnig, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall fernab der Sony Experience, wo noch andere Sachen vorgestellt worden sind, die aber jetzt nicht so überraschend gewesen sind, beziehungsweise so interessant, dass wir sie jetzt erwähnen wollen, gab es natürlich in der letzten Zeit noch andere News, wie zum Beispiel Witcher 3, was irgendwie jetzt schon wieder verschoben worden ist und diesmal sogar auf Mai. Was irgendwie ziemlich scheiße ist. Ja, es ist scheiße, aber andererseits kann man jetzt argumentieren, wenn man sich jetzt die Releases der letzten Zeit im AAA-Bereich ansieht, also die meisten Spiele, beziehungsweise fast alle Spiele, sind ja wirklich total kaputt verbuggt auf den Markt gekommen. Und wenn da jetzt CD Projekt Red sagt, ja okay, sorry Leute, wir brauchen jetzt nochmal eine gewisse Zeit, um diese ganzen Bugs zu beheben. Und anscheinend waren es ja wirklich Game-Breaking-Bugs gewesen. Also da kann man das auch irgendwie noch ein bisschen verschmerzen. Natürlich ist es bitter für die Leute, die sich jetzt schon Urlaub genommen haben, Stefan, um dieses Spiel zu spielen, dass es jetzt wieder verschoben wird. Also da kann ich den Ärger auch verstehen. Aber andererseits, also wie gesagt, wenn man sich die ganzen AAA-Titel der letzten Zeit jetzt anschaut, also Halo, der Multiplayer war komplett kaputt, Assassin's Creed war teilweise kaputt, du hingst bei Dragon Age teilweise fest, weil du nicht mehr weiterkamst. The Club, oder wie das heißt. Drive Club, genau, war auch kaputt und so weiter und so fort. Also da finde ich das dann schon mutig und auch richtig, seitens CD Projekt Red zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt nochmal dran und verbessern die ganzen Bugs, weil so eine Qualität wollen wir dann nicht auf den Markt werfen, ne? Naja, sag mal dahingestellt, ob das mutig oder selbstmörderisch ist, weil die haben jetzt schon das zum zweiten Mal jetzt verschoben. Aber das Genialste daran ist ja, dass sie vor kurzem diesen neuen Trailer Elder Blood vorgestellt hatten und dann genau einen Tag später dann gesagt haben, es wird verschoben. Mit dem Trailer nochmal richtig schön Feuer gezüngelt, mit dem 2,5-Minuten-Trailer, den und den kannst du spielen, das und das wird da passieren, das und das ist da Sache und gäbe und was weiß ich alles und dann wird am Ende noch verschoben. Und das noch in komplette 12 Wochen, sprich auf den 19. Mai. Und das ist doch schon sehr ärgerlich, also... Man kann natürlich so argumentieren, ja klar, lieber ein gutes, solides Spiel, anstatt ein verbuggtes, game-breakendes Spiel. Aber dann sollten die doch bitte lieber die Schnauze halten, was das mit diesen komischen Ankündigungen und den Trailern zu tun hat. Weil die schmeißen Trailer raus, als würden sie Brötchen verkaufen. Ja, man will ja irgendwie relevant bleiben, ne? Also das ist ja, aber nicht einen Trailer geben und dann einen Tag später verschieben. Das ist doch wirklich... Ja, das ist aber nur, das ist ein Tritt in die Eier. Vielleicht dachten sie, dass sie damit ein bisschen Schadensbegrenzung machen, aber nee, genau, damit haben sie das Gegenteil. Die haben damit quasi Feuer mit Feuer bekämpft. Ja, am besten ist es jetzt mittlerweile, glaube ich, wenn man einfach nur ein ganz vages Release-Date sagt, wie, ja, 2015. Ja, das ist besser. Macht doch so wie der Kojima. Der Kojima hat bis heute noch kein scheiß Datum für sein Metal Gear Solid 5 angegeben. Und deswegen kann man darauf besser warten, finde ich. Also ich bin ziemlich geduldiger, weil man sich immer so munkelt, ah, 2015, Ende 2015, das ist so vage Daten, sodass du damit klarkommst. Aber bei Witcher, klar, Punkt, 24. oder 25.2., nee, 3 Wochen später, nee, 3 Monate später, 19. Mai. Was heißt dann nicht, dass am April das dann nochmal verschoben wird? Aber das ist egal, so ist ja das große Verschiebejahr 2014. Ja, wollen wir das Beste hoffen.
Auf jeden Fall gab es wieder neue News von der Deus Ex. Lange hat man nichts gehört nach dem richtig großartigen Deus Ex Human Revolution. Und die Welt hatte jetzt wartet jetzt auf den Nachfolger des Cyberpunk-Spektakels. Und ja, also es gab insofern News, dass eine neue Engine angekündigt wurde. Und zwar ja Deus Ex Universe. Also viel hat man bisher jetzt noch nicht davon gehört. Nur, dass sie gesagt haben, dass es kein MMO wird, das nächste Spiel. Was man schon mal glücklich geschätzt hat. Definitiv, ja, weil das haben wir ja zuhauf auf diesem Markt, dass jeder der WoW-Killer sein will und das braucht man für Deus Ex jetzt nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall sind wir da sehr gespannt, was da in der Zukunft kommt. Ja, außer ein paar Konzeptskizzen und so hat man noch nichts gesehen, ob das überhaupt 2015 rauskommt, wage ich mal zu bezweifeln. Aber wenn es auch nur annähernd so gut wird wie Deus Ex Human Revolution, dann steht uns ein großer, großer, großer Titel. Ich hoffe ja immer noch... Oh, bitte, bitte mit Michael McCann. der Soundtrack-Typ, ja. Ja, ich hoffe ja wirklich immer noch auf ein Deus Ex 1 Remake, auch wenn das wahrscheinlich niemals kommen wird, weil für viele Leute ist das immer noch das A und O. Willst du jetzt irgendwas andeuten, dass es was mit Square Enix zu tun hat? Nein, ich will gar nichts andeuten. Das sind jetzt einfach nur Wunschträume von mir, weil Deus Ex 1 aus unserer Sicht her, also manche Leute finden ja, dass es das perfekte Spiel ist und das kann ich auch mittlerweile nachvollziehen, sowohl von Story als auch von Gameplay des damaligen Standpunktes heraus. Aber mittlerweile, also für uns ist das halt natürlich sehr schlecht gealtert, vor allem wenn wir Human Revolution als erstes gespielt haben und uns dann gedacht haben, okay, wir wagen uns mal an das allererste Deus Ex. Und das ist dann natürlich dann ein bisschen heftig gewesen. Ne? Und aber die Ego-Perspektive eignet sich dann nicht gerade hervorragend, um ein paar ja ältere, angestaubte Engines so ein bisschen zu kaschieren und so. Ja. Aber gut, das ist ein Spiel mit Fehlern wie so manches und ich kann wirklich nachvollziehen, dass Leute das gut fanden. Wie auch immer, Deus Ex Universe, das nächste Spiel im Universum wird wohl etwas Neues sein und wir freuen uns extrem drauf. Ja, ansonsten war nur noch kurz gesagt worden, dass am 17.02.2015 die erste Episode von Resident Evil Revelations 2 rauskommt. Das heißt, also im Trailer hieß es Season Begins am 17.02.2015. Das heißt, das wird so nach Telltale-Mania laufen, dass man die erste Episode kriegt, dann 3 Monate später die zweite, dann nochmal 3 Monate später die dritte. Wie viele Episoden es am Ende wird, weiß ich nicht. Es soll in dem Stile so sein wie das letzte große Resident Evil-Spiel, was als letztes großartiges Resident Evil-Spiel galt, nämlich dem Vorgänger Resident Evil Revelations 1, was er für Furore gesorgt hatte beim 3DS. Und ja, man spielt Barry, den altgedienten Herren aus Teil 1, den Stars-Polizisten, den geilen Sprüchen und seiner dicken, fetten Wumme, auf der Suche nach seiner Tochter, die mit Claire Redfield zusammen spielbar ist. Wie das genau jetzt spielbar oder technisch gesehen gemacht wird, weiß man nicht. Vielleicht ist es so, dass man in einer Episode Barry spielt, in der anderen Episode dann die beiden, also weil auf jeden Fall spielt man die irgendwie Koop oder so weiter. Und wie das jetzt genau läuft, weiß man nicht, aber auf jeden Fall soll das wieder mehr Horror-Schiene sein, wie Revelations halt steht, weil irgendwie gilt die Main-Reihe ja jetzt als Action-Horror, sage ich mal, in Anführungsstrichen, und Revelations so als wirklich noch Survival-Ding. Ja, das Einzige, was man halt dazu sagen kann, also ich als totaler Fanboy, ist Resident Evil Revelations 2, ich freue mich wie ein kleines Kind, wiederum auf das Season-Konzept, da bin ich nicht so begeistert von. Ja, da warte ich dann lieber eher auf so eine Ultimate Super Revelations 2 Sigma Version. Ja, am besten mit allen 50 DLCs. Und grundgütiger. Zum Gameplay ist das Einzige, was man halt weiß, klar, es hat wieder Third Person und alles und dass es einen Fokus auf Licht und Schatten hat, dass man nämlich irgendwie mit der Taschenlampe die neuen Zombies des, ich weiß auch jetzt nicht, wie der Virus jetzt wahrscheinlich heißen wird, nimm irgendeinen aus dem Alphabet, blenden kann, der T-Virus, Alpha, Street Fighter. Und jedenfalls, man kann sich irgendwie blenden und der Sidekick, die Tochter von Barry, die kann wahrscheinlich wieder gar nichts. Also Grüße von Ashley aus Resident Evil 4. Ja. Je weniger du kannst, desto mehr Survival ist es. Ja, und dann hört man nur das hier. Claire, help! Ja, zumindest am 17.02. soll es rauskommen. Die erste Episode. Unter Vorbehalt. Ja, und die kommt dann halt für die Konsolen raus. Ich weiß nicht, ob für alle Konsolen? Soweit ich weiß, ja, sogar für die Vita. Für die großen Konsolen, ja. Ja, nicht für den 3DS. Ja, nicht. Nee, für den nicht. Nicht für den 3DS diesmal. Interessant. Meine ich, ja. Hat es da angefangen, aber wird den dort nicht fortgeführt. Eigentlich ja, also sehr logisch, aber okay. Und ich habe mir extra das Circle Pad geholt. Sucker. Wieso? Für den ersten Teil klappt's. Ja, ich würde empfehlen, darauf zu warten, weil was will man mit einer Episode, die man nach einer Stunde durch hat und dann muss man 3 Monate warten, bis die zweite kommt.
Aber jedem ist das ja selbst überlassen. Geld, Telltale? Da kann man sich auch am Ende abzocken lassen. Gut, wie auch immer. Das soll es auf jeden Fall dann zu den News gewesen sein. Wir wollen dann diesen Podcast abschließen mit einer wunderschönen Runde von Was spielen wir denn gerade? Ich darf endlich mal wieder was spielen. Ja, bin gerade dabei, Dragon Age Inquisition zu spielen. Bin bei 70 Stunden. Level 16, wem das was sagt. Hab zwei Drachen erschlagen. Großartig. Bin gerade sehr experimentell drauf. Ich spiele gerade dieses Never Alone, dieses Indie-Spiel von, ich glaube, Inuit-Entwicklerteam. Das ist halt auch ziemlich neu jetzt gerade rausgekommen und ich kann bisher noch nicht viel zu sagen, außer dass es sehr atmosphärisch ist. Dann This War of Mine, was auch sehr atmosphärisch ist und super frustig, ist halt so ein Survival-Spiel ohne Zombies. Oh. Ja. Oh, lala. Und wo man dann wörtlich mal stundenlang im Dreck rumwühlt, um zu überleben und dann sieht, wie grausam die Charaktere sterben. Ja, ein moralisch sehr, sehr starkes Spiel. Ja. Und Persona 4 Arena 2 Ultimax, ist das jetzt der richtige Titel? Der richtige Titel, der richtige Titel im Westen ist Persona 4 Arena Ultimax. Der japanische Titel ist noch ein bisschen skurriler. Da kommt ja noch Suplex dazu oder sowas. Ja, Persona 4 The Ultimate Suplex Hold oder sowas. Ja, genau. ihr wisst, was ich meine. Also... Ja, ja. Der Nachfolger von der Kollaboration von Atlas und Arxis, also dem Blaze Blue-artigen Kampfspiel in der Persona 4 Reihe. Mit Persona 3 und Persona 4 Charakteren. Ja. So. Ja, das habe ich nämlich auch letztens noch zu Ende gespielt. Und ja, da meine, wie viele Stunden habe ich reingekloppt? Ich glaube 15 Stunden oder so. Ich wollte es noch unbedingt weiterspielen, aber bei der Spieleflut, die ich hier habe, musste ich natürlich schnell weiter und ich beschäftige mich jetzt gerade mit Japanisch vom Allerfeinsten, nämlich Akibas Trip Undead and Undressed, wo man... Beschäftige mich, das hört sich dabei schon sehr vielsagend an. Ja, also ich habe das Privileg, das zu spielen und wieder nach Akihabara, was ein Stadtteil in Japan ist, das sogenannte Nerdviertel nämlich, wieder zurückzukehren. Nachdem ich jetzt in diesem Jahr im Mai, Juni in Tokio gewesen bin. Und das ist natürlich dann für mich eine absolut großartige Sache, da wieder rumzulaufen, weil dieses Viertel wurde originalgetreu nachgebildet mit allen Shops und allen Locations und so weiter. Und da rumzulaufen und ordentlich Leuten auf die Fresse zu kloppen und Leute auszuziehen, ist großartig. Mehr sage ich dazu nicht. Also nicht, dass du das damals auch gemacht hast. Ich hätte gerne, aber naja. Also haben wir einen Rollenspieler, einem Beat'em Up Survival Jump'n'Runner und einen ja einem Japanushit Enthusiasten. Einen Japanisch, also einen Touristen in Japan. Einen Japanushit pervertierten Zocker. Nett umschrieben als Touristen in Japan. Ja, für alle Leute, die uns bisher noch nie gehört haben, das passt perfekt zu uns. Da werdet ihr in Zukunft noch viel von hören. Aber gut, ja, also das war's dann auf jeden Fall von der ersten Broken Gamepad Podcast Speedround und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir werden dieses Format, wie gesagt, öfter jetzt machen, immer wenn es neue News gibt und hoffentlich auch regelmäßig und ich würde sagen, damit verbleiben wir dann und ja, mein Name war Andy. Meiner war Stefan. Meiner immer noch Michael. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Checkt doch mal unseren großen Mammut-Podcast aus, wenn ihr Bock habt. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.